So, meine Freunde, ja, kaum zu glauben. Es ist wieder Battlefront 2 Zeit. Wie ihr seht, ja, ich habe die Aufnahme nach der letzten Aufnahme direkt durchgezogen, weil ich dachte mir so, wenn ich jetzt aufhöre, dann, ja, macht es auch irgendwie nix, nicht so viel Sinn. Was ist das? Ich weiß es immer nicht, was das sein soll, aber okay, lassen wir es einfach mal so. Ich habe hier nichts gemacht bis jetzt. Ich ziehe es komplett durch mit der anderen. Okay. Alles klar. Ja, primär schon. Nimmst du mit? Nimmst du mit? Sagst du nicht nein? Was ist das? Ich weiß nicht. Ist es Palpatine? Ich finde Palpatine irgendwie lustiger Typ. Kann ich natürlich nicht ausrüsten. Warum auch immer. Kriegt die Karte? Ach, Helden ist gesperrt. Ah, so. Okay. Okay. Ach so, okay. Okay, warum? Ich hab doch gerade. Gucken wir noch mehr Karten haben. Ja, wir haben noch mehr Karten. Okay, was auch immer das uns alles bringt. Ich lese mir das auch erst nicht mal durch, so wie ich bin. Erstens kein Bock. Okay, das war doch schon ein bisschen Kurvenzensus. Okay, ich muss das war dann noch ein bisschen lustig war. Okay, was habe ich hier? Erhöht den geringen. Natürlich will ich natürlich. Was ist denn? Waffe mit Zahl. Was mit. Ja, das hört sich gut an. Ja, lassen wir das mal so, wie es ist. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Dann haben wir anscheinend noch was. Wir haben anscheinend noch was vergessen. Aber was soll man vergessen haben? Bin ich hier behindert? Ach ne, da, die erste Karte da. Da, naja, mein Gott. Eieiei, wie penibel die das haben wollen von da ist. Eieieiei. Na gut, wir machen das jetzt einfach mal kurz. Ich habe eh, glaube ich, höchstens eh nur drei Karten von jeder Sorte. Also von daher macht das auch jetzt. Will ich sie dann erstmal sich einzulesen, gucken, was das ist. Und habt ihr nicht gesehen. Okay. Was aber den schweren? Was muss ich da machen, um 50 schwere Kills? Ach so, das ist ja. Das kriege ich ja noch hin. Vielleicht wahrscheinlich jetzt nicht in diesem Video, ne? Aber vielleicht kriege ich es privat hin. Ja. Ach, ich glaube 32 heißt für die Leute für wie er online ist. Schätze es einfach mal. Also wir haben wieder dieses galaktische. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wo uns jetzt die wilde Reise hinführt. Ich hoffe natürlich nach Endor. Oh, Endor, genau ich. Ich mit meinem sehr, sehr, sehr geringen Star Wars Wissen. Kenne auch ein paar Planeten. Und Endor gehört natürlich dazu auf jeden Fall. Ich glaube, Endor war aber bei Star Wars KOTOR. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber Endor auf jeden Fall. Ja. Kommt mir bekannt vor. Mir fällt den Namen jetzt nicht ein. Warte mal. Wie heißt diese eine Insel da, wo nur Wasser ist? Und so, wo quasi. Wie die bei diesen, wenn du Öl abzapfen willst. Ja, ihr wisst, was ich meine. Diese Wüsten. Oh, wie heißt das nochmal? Ach, Digga, hör auf, ich weiß nicht, ich kenne die Namen alle jetzt nicht so. Also ich weiß, wo die Sandtypen da ganz herumlaufen. Ach, komm auf. Da merkt ihr, Star Wars ist wirklich nicht so mein Fall, ich weiß nicht. Ich finde das auch, wenn einer sagt, so Star Wars ist voll nerdig, Digga, das hat so wenig mit Nerd zu tun. Das ist unfassbar, das hat nichts mit Nerdigkeit zu tun. Das ist einfach nur, für mich ist Star Wars so Kommerz wie nichts anderes. Hat nichts mit Nerd zu tun, meiner Meinung nach. Ne? Viele sind natürlich anders. Aber das ist halt meine Meinung. Oh, ich glaube, hier war da. Ohne dich
Todesstern evakuiert das Imperium alle Außenposten. Wir müssen diesen erobern, bevor irgendeine Waffe von hier wegkommt. Wir brauchen Feuerkraft für die Basis vor uns. Und wir setzen dazu die Waffen des Imperiums ein, übernehmen einen Kampfläufer und marschieren vor ihre Haustür. Wir überbrücken Hauptcomputer, Treibstoffstation und Kampfläuferpunkt. Bewegung! Was will ich so sagen? Okay. Ist doch einer. Digga, bin ich behindert? Hier ist doch einer. Scheiß drauf, ey. Nein, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Nein, das hätte ich auch nicht machen sollen. Das ist so eine gute Pose hier. Was sind diese roten Zeichen, die machen? Versuchen, die Treibstoffstation zu überbrücken. Bitte warten! Okay. Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ja, nehme ich mit, ne? Wir kriegen den Kampfläufer schon noch. Sammeln! Imperiale Truppen haben die Treibstoffstation zurückgesetzt. Okay, ist einer von uns. Eieieiei. Das ist natürlich jetzt nicht gerade die beste Leistung, die ich abgeliefert habe. Aktivieren den Hauptcomputer. Warte, da war da was. Wir haben die Überbrückung der Kampfläuferstation angehalten. Granate bereit! Natürlich nur Kill Assist, weil man weiß alles nicht drauf haben. Ach, das fuckt so ab, ey. Ja, du bist doch eine feige Ratte, Mann, Alter. Ohne Witz, ich kann so feige sein, ey. Da war schon fast klar. Feige Stück Scheiße, du, ey. Hast du nur davon, wenn du so da hinten chillst? Wir haben volle Systemkontrolle. Kampfläufer geht online. Ist das ein gutes Zeichen? Ich hoffe ja. Da oben läuft doch was. Bin ich dumm? Ich sehe es doch. Mach das Licht an, ja? Fortbewegung aktiviert. Da ist er doch am Laufen. Blasterkanonen bereit. Hinter mir wahrscheinlich, ne? Der AT-AT ist unterwegs zur feindlichen Basis. Bleib bei ihm und eskortiert ihn. Ja, Digga, das ist ja dann richtig räudig, die Scheiße. Neuer Verbündeter eingetroffen. Was ist ein Verbündeter? Laufen. Gerade ist eine Meldung gekommen. Einer unserer Agenten ist hier, um zu helfen. Du bist ein Mann. Natürlich. Ich dir bloß keinen Namen haben. Nein, ach, ich bin eine Katastrophe. Aber 5000 Punkte schon direkt geholt.
Nimmst du mit auf jeden Fall? Oh, ich mag den überhaupt nicht. Ah, ich wollte schon sagen. Ja, komm, machen wir mal. Warum nicht? Ach, halt's mal. Gerade wo ich ihn nehmen will. Ist das... Ah, jetzt können wir den nehmen. Komm, nehmen wir mal mit. Gucken, wie der ist. Okay. Okay, mit X kann man, also X halten, mit Oscar. Das habe ich gebraucht, diese Information. Die bringt mich definitiv weiter. Kann das Ding auch laufen? Natürlich nicht. Ja gut, wir haben mal Zeit, ne? Und bringt ja keiner. Okay. Hier ist doch was. Verbündete Truppen treffen ein! Ein Top-Agent ist dabei! Erster Kontrollpunkt passiert! Kampfläufer hat die Schlucht erreicht! Sieht auf jeden Fall boah, mega aus, auf jeden Fall jetzt, wo ich so sehe. Muss ich sagen, hat sich da der Kauf dann doch, ich will nicht sagen gelohnt, das ist ja ein bisschen too much jetzt, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also, so für zwischendurch auf jeden Fall, fürs Spitzen weiß ich nicht. Keine. Oh Gott, ich sollte jetzt nicht hier gehen. Okay, okay, sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich weiß aber nicht, was ich hier mache. Okay, okay, aber es ist natürlich ein bisschen unfair, dass ich hier mit diesem Ding hier rumlaufe, aber juckt nicht. Okay, hinter mir. Als auch von wo? Da. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Ach, da sehe ich sowas. Verdammt. Natürlich, hat kaum noch der... Ach, das ist so bitter. Wie viele Punkte habe ich denn? Immer noch 4000. Ja, bleiben wir erstmal hier. Sammeln wir noch ein bisschen ein paar Punkte. Und gucken, was passiert oder so. Also das ist quasi wie bei Battlefield. Die Support-Klasse. Nur, dass ich nicht supporte, sondern hier die schwere Wumme habe. Aber mit... Ah, natürlich. Das ist das... Oh, ich bin auf Platz 12. Sieht gut aus. 7 Kills, 3 Verlust. Mach ich auf jeden Fall was her. Ja. Ja, da gehen wir auf jeden Fall jetzt nicht nochmal hin.
Einmal reicht, zweimal reicht, aber kein drittes Mal. So. Habe mich ja einmal jetzt hier flachsen lassen, ist ja okay. Hat mich geholt. Direkter Treffer beim Kampfläufer. Aber ich lasse mich jetzt keine zweimal verlieren. Immer müssen wir mal gut, ne? Du weißt Bescheid. Immer müssen wir mal gut. Nein. Ja, da ist nicht mehr viel davon mehr, ne? Der Feind hat Angst. Nicht identifizierter Verbündeter im Einsatzgebiet. Kann man nicht irgendwie hier hoch oder so? Kampfläufer passiert die äußere Mauer. Er nähert sich seinem Ziel. Okay. Was ich jetzt immer da gemacht habe, ich weiß es nicht. Aber ich habe gesehen, dass einer da dann vorbeigelaufen ist. Kampfläufer unter Beschuss. Also das sah schon ein bisschen wichtig aus anscheinend. Okay, also klettern können wir hier nicht anscheinend. Dann gehen wir natürlich immer schön außen, ne? Soll doch keiner wissen, dass wir da sind. Soll doch keiner wissen, dass wir hier sind. Okay, da geht's nicht lang. Können wir? Natürlich nicht. Okay. Let the Party beginnen, ne? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Das. Können wir auch nochmal ein bisschen random ein paar Nades raus? Ja, alles klar. Vielleicht habe ich das getroffen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ich muss nicht schon. Natürlich, er hat die bessere Waffe als ich. Ist natürlich so räudig. Nur 200? Naja, nutze ich den, oder? Ich weiß nicht. Na komm. Wenn ich im ATT sitzen kann, dann nehme ich es auch. Ja, deswegen gab es da einen Platz frei, ne? Okay, warum jetzt immer? Kampfläufer durchbricht Basisverteidigung. Bereit machen für Frontalangriff. Das ist mein Verdienst, das ist mein Verdienst. Die sind jetzt zwei im Park, aber eigentlich müssen sie nur noch fliehen. Wir hingegen müssen die Basis abriegeln, bevor sie ernsthaft mit der Evakuierung beginnen. Kämpft für die Rebellion und für die neue Republik. Ei, ei, Sir. Russian, Russian, Russian. Smut, 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 smut. Ich rasche irgendwo hier durch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay. Da geht's Beef Meef. Okay, okay. Fuck, Digga, wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Immer schön außen, damit uns keiner sieht. Zwar die miese Taktik, aber es juckt keinen. Mich sowieso nicht. Wie viel Nade? Ah, natürlich echt randomly Nade. Na komm, jetzt komm, jetzt komm. Thank you.
Was ich auch mal da jetzt gerade gemacht habe, ich weiß es nicht. Etablieren Stellung in der Basis. Oh, natürlich. Oh, natürlich. Was mache ich? Wie sehe ich denn gerade aus? 16 zu 5. Sieht doch gut aus. 12 zu 5. Eliminierung 18. Sieht bis jetzt gut aus. Ich kann... Als ob ich... Nee, dafür bin ich zu dumm. Ich lasse es lieber. Ich würde es zwar gerne, aber ich glaube nicht, dass ich es drauf hätte mit dem. Ja, komm, lass mich rein. Aber ich will nach oben. Unten ist scheiße. Da ist die Emulierung Isa. Na komm. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Von wo? Als ob das so... Naja, gut. Na, wir bleiben jetzt beim Offizier. Ich weiß nicht, es sieht bis jetzt ganz gut aus. Macht auf jeden Fall. Oh, 41. Der Bruder des Dorf. Beginn mit der Eroberung der Basis. Und dieses rumgelaufen, mein Gott, das ist so fuckt so. Aber gut, wir können uns hier so nach vorne bewegen. Mal schnell gelernt. Immer schnell Biss. Triggern ohne Ende. Nicht mit mir, Bruder, nicht mit mir. Ich glaube, da ganz hinten ist auch noch einer. Was war das? Okay. Was, wenn... Ich hasse eigentlich... Ich hasse Woki eigentlich. Ich finde eigentlich richtig scheiße Wokis. Also ich kotze mich an. Ich weiß nicht, warum. Ich kotze mich einfach nur an. Wer ist das denn? Ray? Ach so, okay, ne, aber ich glaube bei meinem Wookie. Hab ja genug Para, macht nichts aus. Verlängerung, was soll das auch mal heißen, Rock? Noch ein Wookie. Okay, okay, oh, ich hasse ihn, wie so aussieht wie ein richtiger Wurmsohn, ey. Ich hasse ihn einfach, auch wieder, wie, auch wenn ich spreche, das ist so, oh Gott, weg. Wer mag sowas? Warum? Warum? Okay, ich glaube jetzt hinter der Tür müsste einer sein. Okay, okay, der hat auf jeden Fall eine gute Roma. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, bitte nicht, Digga. Komm, heil mich doch. Ja, das ist ja echt beschissen. Das ist ja echt beschissen gemacht mit der Kamera. GG, der sich das überlegt hat, Alter. Und jetzt ist er richtig random. Nicht in mir, Digga, nicht mit mir. Ich glaube, jetzt kommt... Ne, hier kommt einer raus. Huhuhu. Oh, ich glaube, jetzt bin ich geliefert. Oh, shit. Wir sind in der Basis. Oh, shit, Digga. Was war das? Ich hab keine Ahnung, Digga. Irgendwas gemacht. Huh. Also, muss ja sagen, jetzt haben wir eine zweite Runde, aber
Skill habe ich, da kann man sagen, was man will. Ja, muss man sagen. Obwohl ich diesen Bastard irgendwie nicht mag, aber... Ja gut, er hat auf jeden Fall gerissen. Muss man sagen, er hat den Bumm. Natürlich bin ich nicht... Es wäre natürlich echt überkrass, in der zweiten Runde direkt in der Top 5 zu stehen. Alles klar. Ding, ding. 29 Eliminierung, davon nur 7 Verlust. Die längste Killserie 14, also ihr wisst Bescheid, ich brauche ganz wenig Zeit, mich einzuspielen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, Jungs. Ein bisschen stolz auf mich. So, so. Das heißt, die zweite Runde, wir gucken noch. Ich glaube, wir können vielleicht jetzt wieder was öffnen oder so, an Packs oder so, ich habe keine Ahnung, an Belohnungen oder so. Müssen wir jetzt mal schauen, ich weiß es nicht. Das Laden, das dauert echt, echt lange. Aber man muss sagen, das Spiel hat mich echt überzeugt. Macht auf jeden Fall Spaß. Hätte ich nicht gedacht, so wegen den ganzen Kriterien. Ist natürlich ein bisschen scheiße, so, aber ja, mein Gott. Es kam jetzt die Rede, dass sie es doch nicht wieder zurückbringen sollen mit diesen, ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, der Dinge halt, dass es diese Lootboxen jetzt nicht mehr reinkommen sollen oder die Lootboxen schon? Oder ach, irgendwas soll da zwischen dem hier noch kursiert sein, ich weiß es nicht, ob das nicht mehr so ganz verfolgt, um ehrlich zu sein. Aha, okay, okay. Mehr Kisten, ich habe auch keine Kisten. Bastard. Warum trollst du mich hier? So, wir haben hier, hui, wir können was kissen. Ach so. Herstellungsmaterial, alles klar. Credits, was auch immer, wozu die uns auch immer gut sein sollen. Sieht auf jeden Fall, ich habe nur 2%, das ist erledigt. Road to 100, Jungs, ihr wisst Bescheid. Alles klar. Okay, ich habe anscheinend jetzt keine Kisten mehr, nichts mehr. Oder habe ich Kisten? Ich weiß es nicht, ich mache auf keinen Fall, ich kaufe keine. Nein, ich kaufe doch nicht, bin ich mit Bernhard. Ja gut, dann war es das schon. Eine Runde mit mir wieder. Fast wieder eine ganze halbe Stunde vollgekriegt. Leck mich auch mal, wie die Zeit vergeht. Dann alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Oder guten Morgen, wann ihr immer euch das Video anguckt. Und jo, dann bis zum nächsten Mal. Die Tage oder irgendwann mal auf jeden Fall. Bis dann, ciao, ciao.